Willkommen zu unserem Lünepost-Tierschicksal der Woche. Heute möchte sich gerne Baby Bolle vorstellen. Baby Bolle, komm mal her. Baby Bolle. Baby Bolle ist 10 Wochen alt, 10 Wochen jung. Und der kleine Mann hat schon den Schalk im Nacken. Er ist sehr, sehr anhänglich. Er wurde schon einmal vermittelt. Dort hat man ihn noch unglaublich lieb gehabt, aber das Härchen hat eine ganz schwere Allergie bekommen. Na, jetzt fängst du schon wieder an, bockig zu werden. Ja? Bolle ist eine Mixtur aus Dogo Canario. Komm mal her, du sollst dich nicht doch in der Kamera sehen, du Kleiner. Hier, kannst du dich in der Kamera sehen. Dogo Canario und Schäferhund. Die Mutter ist eine Schäferhündin, der Vater ein Dogo Canario. Springt er natürlich den Kameramann gerne und läuft ihm vor die Füße. Ja? Und Baby Bolle ist geimpft, ist noch nicht gechippt, das folgt aber. Und für Baby Bolle werden Molosser-Liebhaber gesucht. Das sind also Hundehalter, die wirklich sich sehr auf diese Rasse spezialisiert haben. Und die wissen sich, und Sie als Molosser-Liebhaber wissen wahrscheinlich genau, wie man mit diesen wunderschönen Hunden umgeht. Also der macht gerne Bocksprünge, haben wir schon gesehen. Und das Gehen an der Leine, das wird der Kleine noch lernen. Zurzeit lebt er in seiner ganz liebevollen Pflegefamilie, wo auch das Muttertier und der Vater ist, wo sich die beiden befinden. Komm mal her, du kleiner Mann, einmal noch! Ja, und von dort aus wird er auch vermittelt. Und die Kontakte dazu, die finden Sie in unserer Zeitung. Ich muss Sie mal kurz hinterher rennen. Baby Bolle. Ja. Und natürlich wünschen wir Baby Bolle viel Glück. Und wir wünschen natürlich, dass er in ein liebevolles neues Zuhause kommt, wo er wirklich immer bleiben kann. Also wenn Sie ihn kennenlernen wollen, finden Sie die Telefonnummer in unserer Lünepost Tierschicksal. Und ja, bis dahin sagen wir Tschüss und wir wünschen dir alles Gute.